Mein Name ist Bernd Punt, ich bin Fachpsychologe für Verkehrspsychologie und ich denke, ich bin allen bekannt. Kennt jemand meine Fresse noch nicht? Alles klar, dann brauche ich mich auch nicht weiter zu vorstellen, aber ich bin jetzt ungefähr ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr bei der BFK und war früher über 30 Jahre Gutachter. Und ich möchte heute berichten zur Fahreignungsbegutachtung bei Cannabis-Medikation. Meine Erfahrung mit der Klientel ist nicht so groß. So knapp über 30 Fälle hatte ich in meiner aktiven Zeit beim TÜV. Aber ich denke, das ist auch ganz schön erträglich. Es werden aber mehr werden. Und ich möchte mal das Thema so beginnen, dass ich Ihre Fragen beantworten möchte oder erst mal notieren möchte, damit wir nachher bei der, wenn wir die Zusammenfassung machen, keine einzige Frage vergessen, sich keiner übergangen fühlt. Darum jetzt sind Sie dran. Bitte stellen Sie mir Ihre wichtigsten Fragen. Das kommt noch. Das ist ja noch ein totales Neuland. Also wir machen das so, dass nachher jeder unterbrechen kann, wann er möchte. Aber die wichtigsten Fragen, die halte ich jetzt mal fest. Ich höre. Ich höre. Bei welchen Krankheiten kann sowas überhaupt eingesetzt werden? Also die Indikationsfrage. Jawohl. Nächste Frage. Kann jemand das nehmen, legal, und trotzdem durch das Medikament so stark beeinträchtigt sein, dass er eigentlich nicht fahren darf? Ja, gibt es ja auch bei bestimmten Medikamenten, ja. Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Grenzmengen. Grenzmengen. Oder Dosis. Ja, das ist eine Grenzmenge. Dosis. Die Stoffe auch. Einzeln. THC zum Beispiel darf nicht, oder? Stoffe? Ja. Vielleicht dann nur die richtige Einnahme. Kontrolle. Und erstmal so Einnahmearten. Einnahmearten. Oh ja, gut. Das ist bei, ja, Einnahmearten. Einnahmen, ja, und, schon klar. Und dann die, vielleicht die Voraussetzungen. Unter welchen Voraussetzungen ist medizinisches Cannabis im Straßenverkehr erlaubt? Also Voraussetzungen im Hinblick auf, also gestartet, ja. Auf Formalien, die erfüllt sein müssen. Ne? Genau. Wer darf überhaupt die Genehmigung ausstellen, dass die Person... Ja, gut, das ist klar. Ja, das ist was anderes. Wer darf das ausstellen? Verkehrsamt, Arzt. Mehr? Ich nehme an, dafür also spezielles Fachpersonal, das dafür eine bestimmte Qualifikation. Da greife ich mal voraus, es darf nur der Arzt machen, der behandelnde Arzt. Ob das ein Hausarzt ist oder ein Facharzt, ist egal. Ah, okay. Darf auch der Hausarzt machen. So, vielleicht, wann darf das überhaupt verschieben werden. Haben wir das? Dosis, ja. Bei welchen Krankheiten? Welche? Ja, bei welchen Krankheiten? Indikation? Ja, aber ich meine ja zum Beispiel, was muss noch vorher passieren, bevor der Arzt das überhaupt verschreiben darf? Ne? Also zum Beispiel, ich meine jetzt
ob sämtliche Medikationen ausprobiert oder ausgetestet werden muss, bevor das überhaupt verschrieben wird. Also die Erprobungsphase, Einstellungsphase, Umstellungsphase. Nee, aber muss zum Beispiel jemand erstmal die gängigen Medikation, die legal ist, erstmal die legale Therapie erstmal ausschöpfen. Und dann am Ende, ne? Alternativen. Okay. Ja, klar. Da fällt mir noch etwas bei ein. Kontrollmechanismen. Durchgeführte Kontrolle befindet sich dann statt. Also bei was? Bei Bedarfsmedikation? Bei fester Medikation? Festmedikation. Es gibt auch die Bedarfsmedikation. Ja, das weiß ich. Also jetzt, und da ist der Klient alleine bei sich und muss das in Eigenregie machen. Ich nehme an, das wäre dann angebracht, ne, nachdem eine bestimmte Vorlaufzeit unter der Kontrolle des Arztes durchgeführt wurde und er dann alleine selbstständig das Ganze dann fortsetzen richtig. Da kommt es aber auf die Form der Adhärenz an. Genau. Das heißt, der muss in einer Bescheinigung nachweisen, dass er zum Beispiel einmal monatlich den Arzt besucht und der Arzt überprüft, hast du das schon alles ordentlich notiert und so weiter. Okay. Ja. Mhm. Gut, vielleicht auch die Frage, muss der Klient, wenn er eine MPU macht, die Abstinenz für andere Drogen nachweisen? Mhm. Und für wie lange? Auch Alkohol. Alkohol. Genau. Ja. Ja, da haben wir ja schon mal einiges. Noch eine Sache, ich weiß nicht genau, ob es da reinpasst, aber diese ganze CBD-Öl, die es inzwischen legal gibt. Mm. Ob das Cannabidiol. Cannabidiol. CBD. Genau. CBD. Ja, alles klar. Ja. Also Cannabidiol ist ja der nicht psychoaktive Wirkstoff. Es gibt ja drei Inhaltsstoffe, THC, Cannabidiol und die sogenannten Terpene. Psychoaktiv ist nur THC und missbrauchsfähig sozusagen. Cannabidiol ist inzwischen eine Lifestyle-Droge, kann man so sagen. Ne? Und die Terpene, das ist zum Beispiel Menthol, das ist völlig, ist in ganz vielen Pflanzen drin. Ja, lege ich mal los, und zwar mit einer Quizfrage. Wie sieht es denn aus? Vor wie vielen Jahren wurde erstmalig über Medizinalcannabis berichtet? Vor 50 Jahren? 20 Jahren? Länger her? 100 Jahren? Wann wurde das erste Mal in einem Standardwerk der Medizin Cannabis als Medikament beschrieben? Über 100 Jahre. Oh. Genau. Bietet jemand mehr? Das war ja noch Bestandteil der Cola, der ersten Coca-Cola. Ja. Fliegerschokolade und so weiter. Ne? Genau. Ja, bietet jemand mehr als über 100 Jahre? Ich lese es mal aus. War 2700 vor Christus in einem chinesischen Standardwerk eines großen Gelehrten. Der hat Cannabis damals schon bei Schmerzen empfohlen. 2700 vor Christus. Also locker 5000 Jahre her. Wie fing das an mit dem Medizinalcannabis? Vor 20 Jahren hat man das sogenannte Enterocannabinoid-System gefunden. Das heißt, das ist ein menschliches System, Enterocannabinoid-System. Da wurden Stoffe detektiert, die dem Cannabis ganz ähnlich sind, aber in uns entstehen. Und die werden in uns körpereigene Stoffe, die werden in uns sozusagen hergestellt, aber auch resorbiert. Und da hat man sich gesagt, ja, wenn das so ist, dann muss das doch seinen Sinn haben.
Und dann ist man darauf gekommen, das könnte man bei Krankheiten einsetzen. Wie heißt das? Enterogenes Cannabinoid-System. Cannabinoid-System. Und das ist vor circa 20, 25 Jahren mal rausgekommen. Und seitdem bemüht man sich in Forschungsarbeiten, den Beitrag zur Symptombekämpfung, ich sage nachher Indikationsstichwort, bei welchen Symptomen, das herauszufinden. Aber ich sage mit Bewusstheit herauszufinden, denn wirklich entdeckt hat man da noch nicht viel. Frei nach dem Motto, further research is needed. Also es muss weiter untersucht werden. Wenn man ins Internet geht und nach Indikationen guckt für Medizinalcannabis, steht da immer drin, ja, das kriegen wir demnächst raus. Demnächst. Ich will auch was zur Arten der Cannabismedizin sagen. Wir haben vier Arten. Einmal die Blüten. Das haben wir da tatsächlich ein Bild von solch Cannabisblüten, getrockneten Blüten. Die müssen standardisiert sein. Das heißt, sie müssen ungefähr den gleichen Anteil an THC haben, wie zum Beispiel Bedrocan. Das ist eine ganz bekannte Blüte, die ist am häufigsten in der Literatur erwähnt. Die hat circa 22% Haschisch, THC-Anteil. Dann haben wir die Cannabisextrakte. Das heißt, mit einem Lösungsmittel werden die Extrakte ausgewaschen, also die Blüten werden ausgewaschen, oder mit CO2 wird das rausgenommen. Wobei das mit den CO2 ein bisschen besser ist, denn da sind dann keine Zusatzstoffe drin. Und diese Cannabisblüten, die Extrakte, die heißen dann so wie Sativex oder so, das sind dann Fertigarzneimittel, die sind dann standardisiert, die sind hochstandardisiert. Auch die Cannabisöle wie Dronabilon heißt das, die Cannabisöle, das sollen so die stärksten Medizinalcannabis sein, aber auch die Blüten gehen dem nicht hinterher. Also bei Blüten können bis zu 24% THC drin sein und das ist auch schon ganz schön viel, das ist hochdosiert. Und dann haben wir die synthetischen Cannabinoide wie Nabilon. Das sind die vier Arten. Also Blüten, Cannabisextrakte, Cannabisöle oder Nabilon, also die synthetischen Cannabinoide. Und die synthetischen Cannabinoide, die werden tatsächlich mit Hilfe von Zitrusfrüchten. Wie das jetzt chemisch abläuft, kann ich nicht genau sagen, aber Zitrusfrüchte spielen eine große Rolle. War das dieses sogenannte Spice, was so vor 10, 15 Jahren immer eine kurze Zeit legal war? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das ist schon so lange her. Ja. So, machen wir mal einen weiter. Gliederung, lasst euch überraschen. Wir machen jetzt mal weiter. Die Verschreibung von Cannabis. Die Anwendungsgebiete sind noch nicht erforscht, muss man dazu sagen. Aber was ganz sicher ist, bei Schmerzen können die Produkte helfen. Zum Beispiel neuralgische Schmerzen oder chronische Schmerzen. Schmerzhafte spastische Lähmung bei MS oder Querschnittslähmung. Erbrechen als Nebenwirkung einer Chemotherapie. Dann Appetitlosigkeit, Epilepsien. Epilepsien ist sehr fraglich. Man hat herausgefunden, dass eine juvenile Epilepsieform durch Cannabismedizin ganz gut symptomatisch im Griff bekommen wird. Aber grundsätzlich ist es bei Kindern und bei Jugendlichen sehr schwer vorhersehbar, wie der weitere Verlauf sich entwickelt, weil die noch ein sehr plastisches Gehirn haben und Gewöhnungs- und Toleranzeffekte sich da sehr schnell einstellen können. Also darum wird im Allgemeinen gesagt, Kinder und Jugendliche sind da außen vor, aber es gibt solche Befunde. Wie gesagt, alles nur fraglich. Dann die hyperkinetischen Aktivitätsstörungen spielen da auch eine große Rolle, zum Beispiel das Tourette-Syndrom. Wissen alle, was das Tourette-Syndrom ist?
Scheiße! Ja, das ist Tourette-Syndrom. Die Leute haben da keine Kontrolle drüber. Und beim Tourette-Syndrom, das hat man ganz gut gefunden, dass da das Tourette-Syndrom verschwindet. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das glaube ich. Was da jetzt nicht steht auf dem Blatt, sind die CBD, die Lifestyle-Sachen. Das ist in Tiernahrung drin, in Kosmetika drin, in Nahrungsergänzungsmitteln drin. Und die CBDs, da sagt man, die wirken angstlösend, spannungslindernd, sedierend, fraglich, Antispasmikum, fraglich, Antidepressivum. Man sagt im Allgemeinen, dass mit Cannabis-Medikation Depressionen nicht angegangen werden können. Sagt man im Allgemeinen. Aber wie gesagt, further research is needed. Was meinen Leute? So, jetzt haben wir hier die Frage Indikation. Kommen wir doch gleich dazu. Die Dosierung ist bei jedem Patienten individuell. Darum ist es auch wichtig, dass die Erprobungsphase, die Einstellungsphase und gegebenenfalls eine Umstellungsphase für die MPU durch den Arzt bestätigt wird. Es soll auch bestätigt werden, dass alternative Heilmethoden ausprobiert und für als nichtig befunden wurden, als nicht sinnvoll befunden wurden. Die Empfehlung, die ich abgeben kann, ist, die brauchen ein halbes Jahr, das M1-Kriterium in den Beurteilungskriterien, also Dauermedikation gibt es noch nicht. Aber meine Empfehlung wäre, ein halbes Jahr mindestens eine stabile Einstellung der Symptomfreiheit durch das Mittel. Es kann sein, dass die Autoren des Stabs, das klingt so militärisch, der ständigen Arbeitsgruppe Beurteilungskriterien, dass die dann sagen, ein Jahr, kann sein. Glaube ich nicht. Ich denke mal, es ist ein halbes Jahr. Also halbes Jahr müssen Sie das eingenommen haben. Meine Empfehlung, meine ganz persönliche Empfehlung. Mhm. Ja, das ist, ja, das weil es sehr individuell ist. Wenn jemand, sage ich mal, vor ein, zwei Monaten angefangen hat, der hat das noch nicht erprobt. Ne? Nein, das ist noch kein halbes Jahr. Kein halbes Jahr. Ne? Mhm. Ich würde auf ein halbes Jahr gehen, um die Sicherheit zu haben, zu einem Jahr hin, was kommen kann. Ja, Minimum. Wenn Sie sagen, wenn hier alle sagen, ja, also ein Jahr ist angemessen, dann sage ich, ja, gut, dann nehmen wir doch ein Jahr. Wichtig ist die Stabilisierer, der stabilisierte Nachweis der Symptombesserung. Meinen Sie Medikation süchtig? Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. So, dann die Höchstmenge für die Verschreibung, 100 Gramm pro Monat und Patient, das sind nach Adam Riese und Eva Zwerg, sind das 3,3 Gramm täglich. Täglich. Und was nach meiner Einschätzung auch so die Grenze wäre für eine Verschreibung und für das Nehmen. Es gibt Klienten, die nehmen 4 Gramm von einer Blütensorte täglich. Da kommt es aber auf den Haschischgehalt an. Wie gesagt, zum Beispiel Bedrocana 22%, gibt 24%, gibt welche mit 10%. Aber ja, es kommt auf die Inhaltsstoffe an des THC. Also bei normalem Gras sagt man ja, dass ein Gramm, glaube ich, so 4 bis 6 Joints macht. Ne? Oh, das gibt auch. Es gibt auch stärkere Sachen. Es gibt zum Beispiel den holländischen Superskunk. Mhm. Der hat so an die 40-50%. Oh, da reicht ein halbes Gramm. Dann bist du breit. Also ein Gramm pro Tag fand ich schon immer relativ viel. Und jetzt, ja, ein Gramm. Vergleichen oder ist das halt viel schwächer? Also die übliche Dosis ist 0,2 Gramm morgens, 0,2 Gramm mittags, 0,2 Gramm abends. Das wäre so eine klassische Dosis. Aber es gibt auch bis zu 2 Gramm pro Tag. Individuell, je nach Symptomatik. Ja, 100 Gramm im Monat, das wäre das nicht aufteilen durch 30? Das wäre dann 100 durch 30, 3,3. Ja. Und das ist der Höchstwert, rein rechnerisch der Höchstwert. In der Praxis werden auch größere Mengen verschrieben.
Mich interessiert aber dann Konsumarten. Das ist dann die, sagt man, wie sich dann aus. Ah, ja. Ich gehe aber noch mal kurz auf den Cannabis-Extrakt ein. Das sind dann 1000 Milligramm pro Monat, bezogen auf den THC-Gehalt. Das ist auch ein unterschiedlicher THC-Gehalt. Und die Cannabis-Öle sind nur 500 Milligramm, also nur die Hälfte. Und die Cannabis-Öle, da bildet das Öl oft Hanföl. Wenn man mal in die Stadt geht, in der Apotheke und sagt, ich hätte gerne Hanföl, kriegst du, kein Problem. 0,2 Gramm THC, das ist nichts, das merkst du gar nicht. Und die Konsumarten ist zum einen das Spray. Das Spray betrifft vor allen Dingen Vollextrakte und Teilextrakte. Vollextrakte, da wird die ganze Pflanze extrahiert. Teilextrakte zum Beispiel das Cannabidiol. Und das wird dann eingesprayt. Ja, das war's dann. Kapseln oder Tropfen auf der Apotheke. Cannabisblüten als Tee zubereiten, würde ich nicht so empfehlen. Denn die Cannabiswirkung entfaltet sich erst bei 160 Grad. Also 160 bis 210. Und alle, die am Wochenende mal Haschischkekse backen wollen, gucken sie, dass das Zeug lange genug im Hochofen verschwurrt. Ne? Das heißt, auch Handkekse, die sehr lange im Ofen sind, beinhalten keinen THC oder wie? Der erste THC, die Wirkungsentfaltung des THC, kommt dann zum Tragen, wenn du die mindestens 150, 160 Grad heiß gemacht hast. Mindestens. Dann werden die Inhaltsstoffe freigesetzt. Und vorher, du kannst die Blüten fressen. Passiert nichts. Anders ist mit den Ölen und dem Extrakt. Wie ist das bei dem illegalen Cannabis? Wird das auch so freigesetzt, hohe Temperatur? Du müsstest das Straßen- oder Freizeitcannabis musst du genau mit 160 Grad auch vorheizen. Dass sich die Wirkungsentfaltung dann so langsam ergibt. Sonst ist da nichts mit Wirkung. Ja. Hallo. So, und Rauchen gehört in der Regel nicht zu den Behandlungsmethoden. Also ich habe von den 30 Fällen, die ich untersucht habe, habe ich keinen einzigen Raucher gehabt. Doch einen, der hat Beikonsum gehabt von Straßencannabis. Und der hat auch geraucht. Rauchen würde zwar den Wirkstoff freisetzen, weil das sind immer 160 Grad in so einer Zigarette, aber gehört nicht in der Regel dazu. Machst du einen weiter? So, dann kommen wir mal zu den Nebenwirkungen des Medizinalcannabis. Ich möchte mal auf den letzten Punkt verweisen, Beeinträchtigung bei der Fähigkeit, Kraftfahrzeuge zu führen und Maschinen zu bedienen. Was kommt da zum Tragen? Einmal die Müdigkeit, die Cannabis auswirkt, Schwindeldepression, dann die Desorientiertheit, man steht neben sich, dann Euphorie, Verwirrtheit. Und dann natürlich die Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörung, die Vigilanzstörung. Das sind so die wichtigsten Punkte, die für die Beeinträchtigung beim Führen von Kraftfahrzeugen und Maschinen sorgen. Dann haben wir noch Nebeneffekte, wie zum Beispiel Halluzination, psychotische Reaktion. Die sind selten. Sie finden ganz selten in der Klinik mal eine psychotische Reaktion. Ich kann mich erinnern, dass ich mal als junger Student eine Visite eines Chefarztes mitgemacht habe bei einem Patienten, der Cannabis genommen hat und daraufhin eine Psychose gekriegt hat. So etwas Schreckliches habe ich kaum erlebt. Den haben sie fixieren müssen im Bett und aus der Decke, ich habe hochgeguckt, da waren keine Gesichter, die da rausgekommen. Er hat Stein und Bein geschworen, die Gesichter kommen, die ganze Decke ist voll. Ach, das war schrecklich. Dann Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Bluthochdruck, Herzrasen.
starkes Schwitzen, starkes Zittern. Alle solche Nebenwirkungen des Cannabis und des Medizinalcannabis. Und nächstes bitte, die Abhängigkeit, das Abhängigkeitspotenzial ist gegeben. Abhängigkeit und Gewöhnungseffekte sind möglich. Ich würde da immer die Toleranzen und die Kreuztoleranzen mit Alkohol zum Beispiel auch beachten. Darum die Frage nach Alkohol muss immer vorkommen. Ich habe dieses Ding im letzten Jahr mal für Gutachter gemacht. Aber wir müssen auch lernen, wie Gutachter zu denken. Was fragen die? Und das müssen wir vorher auch fragen. Also eine gute Alkoholanamnese wegen den Kreuztoleranzen ist da wichtig. Dann steht da im Vergleich zu Alkohol, Nikotin oder gar Heroin nicht gefährlicher oder stärker ausgeprägt. Ich übersetze es mal. Das heißt, das Risiko für Alkohol, Nikotin oder Heroin liegt über dem Cannabis. Das Risiko für Cannabis liegt darunter. Hätte ich es nicht genug. Ja. Alkohol hätte ich höher eingestuft. Alkohol liegt höher. Liegt ja, höher. Alkohol hätte ich auch höher eingestuft. Ja, ja, ja. Also erst kommt Haschisch, dann kommt Alkohol, dann kommt Nikotin, dann kommt Heroin. So in der Bandbreite. Warum guckst du mich an? Du guckst mich an. Bitte keine Schuldzuweisung hier. Ja. Die körperliche Abhängigkeit ist eher selten. Ich habe eben von der Haschisch-Psychose gesprochen. Aber der regelmäßige Konsum kann zu psychischer Abhängigkeit führen. Und zwar, dass da das Verlangen, das dann auftritt, wenn psychische Abhängigkeit besteht, das Verlangen nach Cannabis, das nicht aufhören können, der Kontrollverlust, so etwas, das führt alles zu Unruhe, Zittern, Appetitlosigkeit, Schwitzen, Schlafstörungen, also alles das, das alles, was wir von anderen Rauschmitteln auch kennen. Das sind genau dieselben Symptome. Und ja, die Konsumentscheidungen bei der psychischen Abhängigkeit wie beim Alkohol, die lösen sich vom Anlass. Das heißt, ist der Konsum wird mehr und mehr unkontrolliert und nicht mehr anlassabhängig. Und ich habe mal einen Klienten gehabt, der hat mir gesagt, ich hatte Haschisch nicht im Griff, sondern Haschisch hat mich im Griff gehabt. Und das ist so ein ganz guter Spruch, den habe ich mir dann gemerkt und verwende ihn seitdem immer. Ich hatte Haschisch nicht im Griff, sondern Haschisch hat mich im Griff gehabt. Was meinen weiter? So, kommen wir mal zum März 2017. Da wurde das Sozialgesetzbuch 5 geändert und es wurde ein Text aufgenommen, der im Absatz 6 da heißt, Versicherte mit schwerwiegenden Erkrankungen haben Anspruch auf Versorgung mit Cannabis. Ja, was sind schwerwiegende Erkrankungen? Wie wurden die im Sozialbuch 5, wie wurde das definiert? Was sind schwerwiegende Erkrankungen? Schmerzen? Nee, gar nicht. Wurde nicht näher spezifiziert, sondern wurde der Forschung in Zukunft überlassen. Es ist aber ein sehr breites Feld. Also man kann da. Ja. Da kannst du alles rein definieren. Wo setze ich an? Wir haben nur Hinweise darauf, dass es zum Beispiel bei Schmerz und eben die Indikation, die ich aufgezeigt habe, dass es da funktionieren könnte. Ja. Könnte. Da kommen wir aber nochmal dazu, zu dem Punkt. Also, die haben Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in Form von getrockneten Blüten, wie wir eben gesagt haben, eine von ungefähr 4 Sorten, oder Extrakten, die zweite Sorte, in standardisierter Qualität. Klar, es muss ja irgendwo Kriterien geben. Genau. Und standardisierte Qualität bedeutet, die dürfen ein bisschen drüber oder drunter liegen. Was heißt ein bisschen? Das weiß ich nicht. Das entscheidet die Agentur für Medizinalcannabis. Okay. Das entscheiden die schon. Ich glaube, die gibt es noch gar nicht. Die wird erst noch eingesetzt. Gründe, ja, ja. Die ist in Gründung. Ich kann es nicht sagen. Die haben Anspruch auf Versorgung mit
Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol und Nabilon. Da steht Nabilen, das ist falsch, es muss Nabilon heißen. Dronabinol und Nabilon sind zwei verwandte chemische Stoffe, beide THC-artig, wobei Dronabinol ein teilsynthetisches Derivat von den Blüten ist und ist aus Delta 9 Tetrahydrocannabinol gewonnen. Und wird meist in Form von öligen Tropfen verschrieben. Wie gesagt, das Öl ist dann kommt aus dem Hanf oder auch andere Öle. Und was kostet so eine ölige Lösung? Schätzen wir pro 10 Milliliter. Müsste ich einfach nur 50. Es sind mehr, ich habe mir das mal nachgeguckt, es sind 210 Euro. Aber da kommt noch auf die 210 Euro, kommt noch der Rezepturaufschlag von 90% drauf, dann den der Apotheker nehmen muss, weil das Dronabinol, die ölige Lösung, wird in der Apotheke hergestellt. Aha. Und darum muss er 90% nehmen, jetzt landen wir bei 400 pro 10 Milliliter. Wer kann sich das leisten? Kaum jemand. Genau. Und darum werden die Kassen dann bemüht. Der Klient geht zum Arzt, bekommt da eine Rezeptur ausgeschrieben und geht damit, reicht die bei seiner Kasse ein. Und die Kasse entscheidet dann, zahle ich oder zahle ich nicht. Nachdem vielleicht also das komplette Spektrum also ausgeschöpft wurde, dann trifft die Krankenkasse die Entscheidung, also wir übernehmen dann die Kosten. Ich kenne die Kriterien der Krankenkasse nicht, aber es wäre schön, wenn die Kasse geht, wurden da Alternativen erwägt, wurden die ausprobiert. Ich habe da ein Beispiel von Daniel übrigens. Hallo Daniel. Da ist ein Beispiel. Ja, ich höre euch. Alles klar, wunderbar. Ich habe ein Beispiel. Christoph S., sagt dir das was? Christoph. Ja, genau, der Herr S., genau. Ja, da habe ich mir mal so rausgelöst aus deinem Vortrag, aus deinen Handskizzen, die Cannabis-Ergänzung. Und da hast du alle Fragen sehr schön gestellt, großes Lob, sehr schön gestellt. Und genau. Vielleicht komme ich noch dazu, die mal vorzulesen nachher. Nabilon, also nicht Nabilen, Nabilon, ist ein synthetisches Cannabinoid. Das hat ungefähr die Wirkung wie Delta-9-Tetrahydrocannabinol und werden vorwiegend als Kapseln zum Einnehmen gegen Erbrechen, gegen Übelkeit bei Krebserkrankungen und Chemotherapie genommen. Ja. So, unter welchen Bedingungen haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Cannabis? Ein weiter bitte. Wenn alle allgemein anerkannte, den medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht. Oder. Also wir haben keine Alternativen. Oder diese Leistung nicht zur Anwendung kommen kann. Das heißt, da gibt es auch keine Alternativen. Der Klient, der verträgt kein Tramadol, der verträgt kein Tilidin, der darf keine synthetischen Opioide nehmen. Die Nebenwirkungen sind zu groß. Und dann, muss umgestellt werden, genau. Einstellungs- und Umstellungsphase, ganz wichtig, da muss der Arzt Stellung nehmen. So eine Umstellungsphase. Ja, und jetzt kommt's, Punkt Nummer zwei. Eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht, ich sage es nochmal, eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbar positive Wirkung auf den Krankheitsverlauf beziehungsweise auf die Symptomatik. Eine nicht ganz entfernte, man weiß nichts Genaues, das ist alles so ungenau, schwammig. Man weiß es nicht und ja, und das individuell, er reagiert drauf, der andere reagiert nicht drauf. Ja, was haben wir da? Ja, er darf es nehmen, der darf es leider nicht nehmen. Und Ina, wir hatten vorhin eine kleine Besprechung von einem Fall, wo du vermutet hast, ich vermute es auch, dass der Arzt da einfach mal so gegeben hat, ja, nimm mal.
Und der nimmt das jetzt, um Rauschwirkung zu erzielen. Möglich, möglich ist alles. Aber da wurde nichts geschrieben oder, also du hast noch nichts von Alternativen oder sowas. Aber eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht zeigt, wie schwammig, wie verquast das ist, dass da auch noch Forschungsbedarf ist. Ein weiter bitte. Oh. Und in der MPU gibt es im Grunde drei Fallgruppen, abhängig von der Cannabis-Vorerfahrung. Das ist der erste Fallgruppe, der hat keinerlei Cannabis-Vorerfahrung. Das sind Patienten, bei denen der Arzt erstmals die Indikation stellt und Cannabis als Medikament verschreibt. Das heißt, völlig problemlos, die werden niemals von der Polizei erwischt. Die werden auch, sind auch nicht behördenkundig, aktenkundig, gar nichts, kein Problem. Ja, den begegnen wir jeden Tag 10 Mal und hoffen dann, dass kein Unfall passiert. Die Fallgruppe 2 sind Patienten, die in der Krankheitsvorgeschichte Erfahrung mit Therapie, Eigentherapie gemacht haben und nun auf eine Verschreibung durch den Arzt wechseln. Darunter zählen die Leute, die Eigenanbau betrieben haben. Die können polizeilich natürlich auffällig geworden sein. Genau. Weil ist Eigenanbau erlaubt? Natürlich nicht. Nein, sondern da muss der Staat drauf gucken. Der muss das alles regulieren. Der Staat. Das ist entscheidend. Und die Fallgruppe 3 sind Konsumenten, die eine Missbrauchsvorgeschichte oder eine drogenbezogene Delinquenz aufweisen. Die Cannabisverschreibung aus medizinischen Gründen anstreben, um missbräuchlichen Konsum zu legalisieren, genau wie der Typ Inhalt, den ich eben so mal aphrosiert habe. Eins weiter, bitte. So, jetzt kommen die Problemfelder. Also wir können uns vorstellen, dass es eine ganze Menge Probleme gibt. Aber folgende Punkte sind zu beachten. Und zwar in der Bescheinigung des Arztes. Die ärztliche Pflicht besteht darin zu prüfen, ob die Verordnung medizinisch begründet ist und keine alternativen Therapiemöglichkeiten bestehen. Ich habe den Herrn G. zurzeit in Behandlung. Auf den werde ich auch noch mal kommen, weil der sehr problematisch ist. Der Herr G. hat alles. Der hat von chronischen Schmerzen über neuralgische Schmerzen, über Bluthochdruck, über Zucker, über der hat alles. Ja? Nachweislich oder hypochondrisch? Alles nachweislich. Okay, gut. Der kann seine Krankheit, hat so eine dicke Akte, private Akte, wo er seine ganzen Krankheiten drin hat. Okay. Alles sauberst bestätigt. Das kann man nichts sagen. Also Hypochonder auf keinen Fall. Ja, aber der ist ein bisschen ärmer dran, als den Inhalt heute vorgestellt hat. Mhm. Der konnte nämlich nicht einschlafen. Mhm. Und es hat Haschisch verschrieben, um einzuschlafen. Ist das richtig? Das war seine Aussage. Ja, das ist Bullshit. Da gibt es gibt Johanniskraut. Das soll doch wirken bei Schlafstörungen. Ist es mal ausprobiert worden? Homöopathische Mittel, genau. Opioide, Benzodiazepine, ist das alles mal probiert worden? Es muss nämlich alles vorher passieren, denn die wollen ja Auto fahren. Aber auch dann komischer Arzt, oder? Dass der das einfach gleich verschreibt. So. Ja, das musste rauskriegen, ob er das einfach so verschrieben hat. Vielleicht hat er dem das nur nicht bestätigt. Und auch die Indikation, Schlaflosigkeit oder Einschlaf-Durchschlafstörung, Das ist nichts. Nee. Ich leide auch unter Schlafstörungen. Ja, ich auch. Ja. Ich nehme Johannes. Ganz kurz eine Frage dazu stellen an Ina. Hört ihr mich? Ja. Ina, weißt du denn, ob das Cannabis von der Krankenkasse übernommen wurde? Nee. Also der war heute erst zum Erstgespräch da. Ach so, weil das wäre nämlich auch ein starker Indikator dafür, ob das jetzt quasi ein Gefälligkeitsrezept ist oder nicht. Denn also wenn er das privat quasi ausgestellt bekommt und sich dann selber kauft und das einfach nur zur Entlastung bei sich trägt, für den Fall der Fälle, dass er mal angehalten wird, dann ist er ja ganz klar in dieser Kategorie 3.
Wenn die Krankenkasse allerdings halt eben dort eine Prüfung zu der Kostenübernahme vorgenommen hat, dann besteht möglicherweise auch eine nachvollziehbare Indikation. Das wäre auch nochmal ein Weg, wie man das verifizieren könnte. Ja, danke. Danke für den. Ja. Ich würde bei dem Arzt ansetzen, dass er vielleicht eine bessere Anamnese vielleicht mal so liefern könnte in schriftlicher Form. Ja, genau. Den mal genau aufschreiben dem Arzt, was wir alles brauchen. Ne, zum Beispiel Alternativen und Indikationen. Ja. Warum hat es nicht geklappt oder und so weiter und so fort. Ja, genau. Und also diese Anamnese würde ich nicht akzeptieren. Ja, und vor allen Dingen, wie ist der Klient auf Haschprodukte gekommen? Genau. Der hat wahrscheinlich eine Vorerfahrung, ich weiß es nicht mehr. Ne? Ja, ja. Der hat Vorerfahrung. Ach ja, der hat vor 11 Jahren mal. Da wurde das letzte Mal angeblich erwischt. Ja. Naja, gut, aber eine Frage in diesem Zusammenhang. Also haben wir die erste Gruppe Patienten, bei denen der Arzt erstmals die Indikation stellt und Cannabis als Medikament verschreibt. So, dieser Klient fällt im Straßenverkehr auf, es wird eine Blutprobe entnommen und es wird THC festgestellt. Rechtlich passiert da nichts. Nein, ja? Es kommt auf den Anlass der Prüfung an. Wenn die Polizei feststellt, der hat erhebliche Ausfälle oder ist es ein Unfall passiert, dann ist er dran. Ja. Wenn er in eine Routinekontrolle kommt, ja, und diese drei Papiere vorlegt, also die Indikation dann von der Kasse und ja, ohne, ist völlig unauffällig, dann passiert ja nichts. Aha. Er muss auffällig geworden sein. Ja, also so wie bei Alkohol zwischen 0,3 und 0,49, ne? Sowas, ja, genau. Unter 0,5 bei Alkohol. Mhm. Okay, wo waren wir hier? Ja, ja. Gut. Dann gibt es auch Kontraindikationen. Ja. Und die Kontraindikationen sind vor allen Dingen im Bereich der Suchterkrankung. Ob Alkohol oder nicht Alkohol, ist egal. Wenn der eine Suchterkrankung hat, ist medizinisches Cannabis kontraindiziert. Auch bei schweren Persönlichkeitsstörungen, und Psychosen. Dann sind auch die Nebenwirkungen zu beachten. Und Nebenwirkungen gehört auch der Kontrollverlust dazu. Wenn jemand keine Suchtmittelanamnese hat und keine Diagnose hat, aber wir finden raus, der neigt zu Kontrollverlusten, dann ist es eine Kontraindikation. Ja? Nochmal kurz zu dem Klienten von vorhin. Er hat ja auch mehrfach Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er hatte auch Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung. Mhm. Das könnte dann ja auch schon in Richtung Persönlichkeitsstörung gehen, oder? Ja, das könnte in Richtung Persönlichkeitsstörung gehen. Und zwar die soziale Persönlichkeitsstörung. Kann sein. Antisoziale Persönlichkeitsstörung. Da also müssen wir dann auch genau gucken, ja, ob das V1 oder V2 ist. V1. Persönlichkeitsstörung immer V1. Ja, hier steht es nochmal, keine Verordnung bei Jugendlichen und bei Kindern erst recht nicht, da Störungen der Persönlichkeitsentwicklung zu befürchten sind. Aber wie gesagt, es gibt, nicht evidenzbasiert, aber es gibt Studien dazu, dass Kinder eben bei einer juvenilen Anfallsgeschichte davon profitieren können. Die ganzen Studien, die wir haben darüber, die sind erstens auf der Basis von N gleich maximal 35 gemacht worden, also 35 Personen. Das ist Quatsch. Und dann sind sehr kurzfristige Zeitverläufe da gegeben. Das heißt, der chronische Konsum, der ist kaum erfasst worden. Die Dauermedikation, und die steht ja, die Dauermedikation unter 9.2 in der Anlage 4, Fahrerlaubnisverordnung, steht ja drin, es gibt den Dauerkonsum. Und das soll jetzt demnächst, in diesem Jahr soll es noch in die Beurteilungskriterien kommen, unter der Hypothese M1, Dauerkonsum. M2 ist dann
Missbrauch von Medikamenten, M3 ist Abhängigkeit von Medikamenten. Aber der Dauerkonsum ist M1. Auch die Reihung umgekehrt wie bei den anderen Fällen. Warum, weiß ich nicht. Das wird sich vielleicht auch noch ändern. Dann, Nebenwirkungen hatten wir schon. Schwindelmüdigkeit, Gleichgewichts-, Aufmerksamkeitsgedächtnisstörung, Desorientierung, Schläfrigkeit, Wahrnehmungsprobleme. Alle diese Dinge. Wirkt ja auch auf den Sinnesapparat. Bitte? Wirkt ja auch auf den Sinnesapparat. Ja, klar. Oder, sagen wir mal, kann einwirken. Guck mal, du wirst ja ganz in Ordnung. Ne? Also bei dir wenn du wüsstest, was ich mal eingegriffen habe. Keine Nebenwirkungen festzustellen. Bitte? Na, ich würde sagen, da sind doch vielleicht ein paar. Naja. Ja. So, weiterhin ist zu beachten, dass Erfahrungen oder Studien mit Langzeitfolgen bei chronischem Konsum fehlen. Leistungseinbußen oder Entwicklung einer iatrogenen Abhängigkeit. Was ist eine iatrogene Abhängigkeit? Abhängigkeit durch das Medikament, was vom Arzt verschrieben wurde. Da haben wir einen sehr interessanten Artikel in der neuesten ZVS vom Mai 2022. Sehen die mich? Ja. Ah, okay. Zeitschrift für Verkehrssicherheit. Wenn man in mein Büro reingeht, liegt die gleich links auf so einem Stapelzeitung. Und der Artikel heißt Medizinal-Cannabis-Fahrverhalten im Realverkehr. Da wurden 35 oder 40 Patienten einer Kontrollgruppe gegenübergestellt bei Fahrverhaltensbeobachtungen. Man hat nach einem standardisierten Verfahren, welches verschiedene Kriterien der Auswertung hatte, nicht nur Aufmerksamkeit und Vigilanzprobleme, Orientierungsprobleme, sondern auch solche psychologischen Probleme wie Selbstkontrollfähigkeit, defensives Fahren und so etwas, hat man alles einschätzen lassen. Und dann hat man die beiden Gruppen statistisch verwertet. Ich glaube, ein T-Test, so konstruktiv. Machen wir mal T-Test. Nicht? Und dann hat man mal geguckt, welche Gruppe ist besser? Die Patienten, die Medizinal-Cannabis bekommen oder die Leute, die noch nie aufgefallen sind, noch keine, die überhaupt nichts, keinen Umgang mit Drogen oder Suchtgefahren auch ausgeschlossen. Ne? Es waren auch keine Alkoholtrinker dabei. Die hat man gegeneinander mal gerechnet und hat mal gefunden, oh, die eine Gruppe, die ist ja viel besser als die andere. Das ist ja hochsignifikant. Eine Gruppe ist besser. Ja. Ja, da sind wir alle froh, gell? Tja, welche wohl? Wer war das? Wenn ich schon so frage, die Medizinal-Cannabis waren die eindeutig besseren Fahrer. Tja, jetzt sitzen sie da, die haben es aber Veröffentlichung. Und wie haben die Veröffentlichung klargezogen? Indem sie gesagt haben, die Medizinal-Cannabis-Gruppe, die war ja viel motivierter zu zeigen, dass sie noch fahren können. Ja. Motivationseffekt. Ja, kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen. Genau. Wissen, Kenntnis, und so weiter, die haben ja schon über Erfahrung verfügt. Die waren aber auch sich bewusst, dass sie Medizinal-Cannabis nehmen und haben dann eine hohe Kontrolle gehabt, hohes defensives Verfahren. Fahren. Wer defensives Fahren zeigt, hat mehr Zeit, weil er ja vorsichtig fährt, sich zu überlegen, wie gehe ich auf die nächste Verkehrssituation ein. Auch eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Ja, dann weiterhin ist zu beachten, der Arzt steht in besonderer Aufklärungs- und Beratungspflicht. Also er muss dann in der Bescheinigung auch drinstehen, der Klient wurde über Gefahren des Führens von Kraftfahrzeugen im motorisierten Straßenverkehr eingehend belehrt und aufgeklärt. Ja, ich komme noch mal auf die Ein- und Umstellungsphasen. Da in diesen Ein- und Umstellungsphasen werden die Erfahrungen mit Über- und Unterdosierungen mal rausgekriegt und müssen individuell abgestimmt werden. Also so eine Einstellungs- und Umstellungsphase, ohne die geht es nicht. Erfahrungsgemäß, wie lange dauert die, bis man so einstellt, so 2-3 Monate, individuell verschieden oder gibt es da irgendwelche Kriterien, nach denen man vorgeht?
Gibt es keine. Gibt es keine. Ne? Gibt es keine. Das gibt die Studienlage nicht her. Außerdem, ich habe vorhin so eine Folie gehabt, da steht drin, rein individuell. Okay. Das kann aber alles mögliche und nichts sein. Ja, leider. Also ich habe da ein ganz kleines Sample, weil ich mich an drei Leute erinnere, die mit Medizinalcannabis bei uns vorstellig wurden. Mhm. Aber ich kann mal von denen so berichten, bei denen war es jeweils 1 bis 2 Monate, wo der Arzt jeweils aber unterschiedliche Strategien erfahren hat. Also zum einen halt eben so etwas wie eine Gewöhnungsmethode, das am Anfang sehr viel verschrieben bekommen hat und dann sukzessive sich halt eben runter bewegt hat, so vom Rauchen her, bis halt eben dann die psychoaktive Wirkung nicht mehr spürbar war, beziehungsweise sich daran gewöhnt wurde und dann nur noch die schmerzlösende Wirkung da war. Also so bei uns war es zumindest diese drei Leute 1 bis 2 Monate, wo sie dann auch gesagt haben, naja, in den ersten 2, 3 Wochen habe ich noch aktiv psychoaktive Wirkungen gespürt. Das heißt, die Halluzinationen, das schwere Gefühl, das Breitsein, das Prallsein. Und danach war allerdings die schmerzlösende Wirkung im Vordergrund. Ich glaube, das war auch der Fall bei deinem Christoph S., ne? Genau, ja. Der hat zu Anfang hat der ein paar Monate Tramadol oder Tilidin bekommen, was ihm gar nicht geschmeckt hat. Dann ist er wieder auf Straßen THC ausgewichen. Dann hat er selbst angebaut und dann ist er beim Arzt. So ungefähr ging die Geschichte. Genau, ja. Nachdem er zuerst... Genau, er hatte ja sogar ein Rezept bekommen, nur die Krankenkasse hat es nicht übernommen und alleine konnte das nicht wuppen, weil das so viel gekostet hat. Genau, und er hat die Zeit überbrücken wollen sozusagen, ja. Ja. Aber eins können wir festhalten, die Einstellungs- und Umstellungsphase ist gegenüber anderen Medikamenten deutlich verlängert. Das kann man mal so hinnehmen. Und insbesondere beim Versuch mit verschiedenen Blütensorten. Das heißt, die Blütensorten haben ja von, ich glaube, von 8 oder 9% THC bis 24, 25% THC. Und es kommt darauf an, wo man die Blüten abmäht oder erntet. Ob ganz oben geerntet wird, in der Mitte oder unten, ganz verschiedene THC-Gehalte. Dann kann das sein, dass das die Mutterpflanze sich genetisch verändert. Und dann alle Abkömmlinge sind dann auch genetisch verändert und haben dann erhöhten oder erniedrigten THC-Gehalt. Das gibt dann also eine ganze Menge, wo man dann sehen kann, man kann es nicht so standardisieren, wie man möchte. So, und bevor der E-Tub jetzt weiter drückt, machen wir eine kurze Pause. Ach, sehr gut. Ja. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde bei der Sache. Wir machen eine Pause von, wie lange brauche ich zu rauchen? 10 Minuten? Ja. Muss ich aber ordentlich ziehen. Ich muss ordentlich ziehen. Also, wir treffen uns wieder um 5. So. Die hier? Ja. Ja. So, es geht weiter. Hallo und so. Auswirkungen auf die Fahrsicherheit und die Eigenverantwortung des Verkehrsteilnehmers, was teilweise in der MPU auch erfragt werden soll, zum Beispiel das Motiv der Einnahme von Medizinalcannabis und die Wirkungserwartung. Was ist die Wirkungserwartung? Jeder, der eine Droge nimmt, hat eine Erwartung an die Wirkung, hat ein Ziel der Drogeneinnahme. Und was haben wir jetzt für Ziele? Ganz kurz, ich bin für 10 Minuten weg. Okay, danke. Okay, bis dann. Ist es ein Berauschungsmotiv oder ist es ein Motiv der Symptomlinderung? Mein Herr G., den ich zurzeit in der Beratung habe, der hat mir gesagt, dass sein einziges Motiv, die Medizinalcannabisdosen zu nehmen, ist, weil er dann den Spannungsschmerz nicht mehr hat. Das finde ich ein bisschen weit explodieren. Ja, ja. Der hat dann auch gesagt, er wird ruhiger, kann besser schlafen,
hat bestimmte Schmerzsymptome im Kreuz nicht mehr und so weiter. Also er hat gemeint, alles ist besser, und er hat eine Droge auch gewählt, die er hat jetzt Sativa. Es gibt ja, Sativa ist eine Cannabis-Art, dann gibt es noch die Indica und dann gibt es die Hybride. Und die, es gibt Leute, die reagieren sehr gut auf Indica und gar nicht auf Sativa oder ganz schlecht auf Sativa, und Leute, die umgekehrt reagieren. Also die Frage, welches Ziel verbinden Sie mit der Drogeneinnahme oder mit der Einnahme von Medizinalcannabis? Das ist eine ganz wichtige Frage in der MPU. Dann natürlich ist dann die allgemeine psychophysische Leistungsfähigkeit in die Betrachtung zu ziehen. Und die Frage ist jetzt, muss er was genommen haben vor dem Leistungstest? Muss er nichts genommen haben? Wie sieht es da aus? Also ich habe einen Fall gehabt, ich glaube, da, der wurde von der PIMA untersucht. Er müsste vor dem Gutachter, vor dem Mediziner erstmal konsumieren, dann wurde in eine Pause geschickt und dann sollte er, glaube ich, eine Stunde später kommen und die Leistungstests durchführen. Es ist so nicht vorgesehen. Sondern? Man kann es so machen, man muss es nicht machen. Ganz egal, wann er die Tests macht, er muss zeigen, dass er eine Dauerkonzentration und Daueraufmerksamkeit aufrechterhalten kann. Und darum würde ich auch immer raten, in Zweifelsfällen, wenn er nur an der Grenze ist, gleich eine Fahrverhaltensbeobachtung. Gleich eine Fahrverhaltensbeobachtung einschieben, die ein wenig verlängert ist und die eine hohe Menge an monotonen Strecken drin hat. Oh. Eine Frage, hat das etwas mit der Paragraph 70 auch noch zu tun oder hätte? Nee, Paragraph 70 nicht. Nein. Welche Personen werden da anwesend? Die Fahrverhaltensbeobachtung läuft so ab, dass ein Fahrlehrer da ist zur Sicherung. Aha. Dann der Klient sitzt natürlich am Steuer und hinten danach sitzt der Psychologe und macht sich seine Aufzeichnung. Okay, alles klar. Also jetzt, okay, gut. Teilt die Streckenabschnitte ein. Mhm. Wo Streckenabschnitt ist, eine gewisse Fahraufgabe zu erledigen, zum Beispiel Spur halten oder rote Ampel oder Fußgängerübergang oder weiß der Teufel was. Okay. Und dann muss er eben notieren, was da so passiert ist. Okay. Und vor allem mit monotonen Strecken. Vor allen Dingen monotone Strecken. Wegen? Müdigkeit, Aufmerksamkeit, ja. Vigilanzfähigkeit, wie wach ist er? Ja. Dann steht hier als dritter Punkt, spezifische Wirkung vor dem Hintergrund der Auswirkung der Vorerkrankung. Ja, was ist denn das, spezifische Wirkung? Ja. Wird er durch das Medikament überhaupt erst fahrfähig? Bringt ihn das Medikament eigentlich in einen Zustand, in dem er fahren kann? Dann die Toleranz und Gewöhnung, da verweise ich wieder auf die Einstellungsphase. Anpassungsbereitschaft der Person und der Bereitschaft zu risikovermeidendem Verhalten. Was wären da für Fragen wichtig? Risikovermeidendes Verhalten, Anpassungsbereitschaft. Seine Einstellung jetzt ab hier. Ja, die ist gut, Herr Gutachter, die ist klasse. Ich passe immer auf, ich war immer vorausschauend. Aber aus seiner Vorgeschichte müsste ich das eigentlich heraussetzen können. Ist alles Vergangenheit, ich habe mich geändert. Was mache ich? Also, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht gibt es ja bei ihm Phasen, wo er fitter ist und andere Phasen, wo er nicht so fit ist. Aha, in welchen Situationen sind Sie fitter? In welchen Situationen fahren Sie überhaupt? In welchen Situationen würden Sie es lassen? Würden Sie auf alternative Verkehrsmittel ausweichen? Das wäre eine Frage. Oder ganz einfach, ich mache mit Ihnen eine Fahrprobe, eine Fahrverhaltensbeobachtung. Aber eine Stunde lang mit monotonen Strecken. Und da haben wir dann ja, die Realitätssicherung, sage ich mal,
Der kann euch doch alles erzählen. Wenn der geschickt vorberaten ist, dann erzählt er euch alles. Das wird klar. Ja, und dann das eben, was gesagt wurde, die situationsabhängige Wahrnehmung und Beurteilung riskanter Verkehrssituationen, zum Beispiel das defensives Fahren. Nimmt er sich genug Zeit dafür, an eine Fußgängerüberfahrt ranzufahren? Oder fährt er ganz schnell ran und stoppt dann? Solche defensive Fahren. Weiter bitte. Das erinnert mich an das vorausschauende Fahren. Ja, genau. Vorausschauendes Fahren, defensives Fahren. Ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Ist denn die psychische Wirkung von medizinischem Cannabis genau dieselbe, wie wenn ich mir das auf der Straße kaufe? Nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Auf der Straße kannst du nie kontrollieren, welche Beimengungen da drin sind. 90% aller Straßen-Cannabis-Produkte, 90%, manche schätzen sogar mehr, haben irgendwelche Verunreinigungen. Genau, das, die auch eine Wirkung haben. Die auch eine Wirkung haben können oder gar keine Wirkung haben oder eine Wirkung aussetzen. Oder bei Straßen-Cannabis weiß nicht, was du kriegst. Und das, der Vorteil von Medizinal-Cannabis ist ja auch die hohe Standardisierung. Und du kannst im Internet kannst du genau gucken, welche Sorte hat wie viel Prozent THC und Cannabidiol. Kannst du ganz genau absehen. Gibt es ganz lange Listen für. Letztes Mal hat der Fritz gesagt, guck doch mal ins Internet, Leute. Ja. So, wir haben eben gesprochen von Grundhypothesen. Und eine Frage bei der Begutachtung ist nach der Zuverlässigkeit des Klienten. Nimmt er Cannabis, Medikamente, Blüten zuverlässig nach der ärztlichen Verordnung ein? Was sprechen wir damit an? Das ist ja die Dosis und dann die Gaben, also wie viel Gaben. Darreichungsform und das Therapieregime. Das heißt, wie viele Kontakte hat er zum Arzt? Und das betrifft also die Compliance und die Adhäsion. Das haben wir schon dutzendmal gehabt, keine dauerhaften Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit feststellbar, keine dauerhaften Auswirkungen. Warum ist es den Beurteilungskriterien egal, ob er was genommen hat oder nicht? Wäre da auch so ein Konsumtagebuch hilfreich? Das ist am meisten der Fall. Ja, das wird sowieso gemacht. Genau. Manche führen konsequenten Tagebuch. Andere lassen es dann und da sagt der Arzt auch nichts zu. Muss man aber wissen, das ist ein bisschen nicht ganz das Therapieregime. Es wäre gut, wenn er ein Tagebuch führen würde. Ist es so, dass zum Beispiel, sage ich mal so, nach einer erfolgten Erfahrung, dass 2-3 Monaten, ne, jetzt dann der Arzt dann sagt, okay, lass uns mal dann alle 2-3 Wochen sehen oder später dann einmal monatlich? Ja. Und du machst es praktisch weiter. Ja, wenn die Einstellungs- und Umstellungsphase stabil zur Symptombekämpfung hilft und das ist stabil, dann kann man es auch lassen. Okay. Ja. Aber was soll er meinen, das Tagebuch? Also wenn das jetzt morgens, mittags, abends nimmt, schreibt er dann jeden Tag. Art und Weise, Menge. Ja, zum Beispiel Zeiten, wo er es vergessen hat zu nehmen. Und wie sind da die Auswirkungen? Auch nicht ganz unwichtig. Oder ja, wie seine Verkehrsteilnahme gelaufen ist, wenn er irgendwelche Beobachtungen gemacht haben, die in Richtung Beeinträchtigungen gedeutet werden können. Oder Nebenwirkungen vielleicht dann später. Ja. Appetitlosigkeit, was das ist. Mundtrockenheit führt, ja. Der dritte Punkt ist immer die Grunderkrankung. Die Grunderkrankung darf keine negativen Beeinträchtigungen auf die Fahrsicherheit haben. Denn er kann ja auch mal das Medikament nicht nehmen. Er vergisst es. Die Grunderkrankung darf per se keinen Einfluss auf die Fahrsicherheit haben. Der vierte Punkt ist, in Situationen, in denen die Fahrsicherheit durch Auswirkungen oder der Medikation beeinträchtigt wird, wird der Klient voraussichtlich nicht am Straßenverkehr teilnehmen.
Da würde jeder Klient, der ein IQ von 50 hat, würde dann sagen, nee, das mache ich nicht. Ich lasse das Auto stehen, ich lasse mich abholen und ich nehme öffentliche Verkehrsmittel, das mache ich nicht. Und darum kann man das mal realitätscheckig überprüfen, indem Sie zum Beispiel, so ganz harmlos war, beschreiben Sie mal eine Situation, in der Sie sich beim Fahren beeinträchtigt gefühlt haben. Das Wichtige war, beim Fahren. Und dann sagt der Klient, sagt dann die Situation, ja, da war mal was. Oder er sagt, nein, da war nichts. Und er sagt, ja, da war mal was. Dann fragen Sie, und was hat sie das gelernt, wie der Norddeutsche sagt? Was haben Sie daraus für Schlüsse gezogen? Ja, seitdem lasse ich das Auto. Und dann haben Sie dann so ein bisschen Realitätsgehalt. Ja? So, jetzt bedenken die, ob die Hypothese zutreffend ist, entstehen insbesondere, wenn Hinweise auf früheren aktuellen Missbrauch oder Abhängigkeit von Cannabis oder deren psychotropen Substanzen und anderen psychotropischen Substanzen vorliegen. Und da ist die Alkoholanamnese natürlich wichtig. Also Abhängigkeit ist ein Kontraindikator. Eine akute weitere als die zurzeit. Ich mache das mal eben fest an meinem Beratungsfall G. Der Herr G, der sagt, ja, ich war abhängig vom Alkohol und beschreibt mir auch so weit eine Abhängigkeitssymptomatik. Wenn ich Gutachter wäre, würde ich den in A1 einstufen. Nicht, weil er eine externe, er hat keine externe Diagnose. Er hat nur alle Dinge angegeben, alle. Die dafür sprechen. Also hier A, Hinweise auf früheren aktuellen Missbrauch, auf Abhängigkeit sind gegeben. Dann B, eine akute weitere, als die gegebenenfalls derzeit behandelten psychiatrischen Erkrankungen bekannt sind. Ja, er sagt, er hatte vor 10 Jahren eine Depression und ist dadurch zum Facharzt gegangen. Es steht zwar eine akute weitere, aber er hatte mal eine Depression. Das war mal ein Hinweis. Dann C, Hinweise auf psychotische Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis. Hat er wohl nicht gehabt. Aber D, wenn Cannabiskonsum regelmäßig bereits im Jugendalter stattgefunden hatte, ja, mit 14, hat er schon regelmäßig Cannabis genommen und ist dann später auf Kokain umgeschwenkt. Und hat eine Trunkenheitsfahrt vor 11 Jahren und eine Kokainfahrt vor 9 Jahren. Eine Verkehrsauffälligkeit im Zusammenhang mit der Einnahme von Cannabis, Medikamenten oder anderen psychoaktiven Substanzen, wie ich eben sagte, habe ich mir aufgeschrieben, vor 11 Jahren hat er die Trunkenheitsfahrt gehabt und vor 9 Jahren die Kokainfahrt. Ja, und F trifft bei ihm auch nicht zu, Komorbidität, zusätzliche Einnahme von zentral wirksamen Arzneimitteln vorliegen. Das ist nicht der Fall. Er sagt, er hat alle Medikamente gelassen, er nimmt nur noch Medizinalcannabis. Also keine Wechselwirkungen mit. Keine. Und er wird auch von einem Arzt behandelt, der ein Arzt verschreibt ihm das und er nimmt keine weiteren Medikamente. Also er darf nur einen Arzt haben. Er kann die Medikation kann er zusätzlich haben zu verordneten Mitteln, aber nicht noch zusätzlich etwas anderes. Zum Beispiel ein Tilidin gegen die Schmerzen und Medizinalcannabis. Geht ja gar nicht. Und weiter? Also wenn das zutrifft, dann darf er das gar nicht nehmen. Da steht Bedenken, ob die Hypothese zutreffend ist. Das heißt, dass dann darf er nicht Auto fahren. Dann darf er es nicht. Aber da fallen ja dann die Leute, die schon mal früher mit Cannabismissbrauch erwischt wurden, ja raus. Ich denke mal, das wird in Beurteilungskriterien so aussehen, dass da steht, wenn von den 6 Kriterien 4 zutreffen, ist er draußen. So machen die das meist bei den Beurteilungskriterien. Na ja, gut, wenn Abhängigkeit vorliegt, dann reicht er wahrscheinlich ein. Da reicht eins. Es gibt K.O.-Kriterium,
Und es gibt das sind Schläge und K.O.-Schläge. Und weiche Schläge. Okay. Ja, kommen wir mal zur Frage, ist ein ärztliches Gutachten unter MPU angezeigt? MPU ist grundsätzlich dann angezeigt bei einer drogenbedingten Verkehrsvorgeschichte. Immer MPU, machen die Behörden auch so. MPU, Klärung der Auswirkungen eines Konsums, des chronischen Konsums auf das Leistungsvermögen, auf das dauerhafte Leistungsvermögen, muss man da sagen. Bei Vorliegen von Zweifeln an der Adhärenz oder Fähigkeit oder Bereitschaft zum verantwortlichen Umgang mit negativen Auswirkungen der Medikation oder der Grundsymptomatik. Ja, wie könnte das aussehen? Mir fällt da nichts ein. Das müsste höchstens, wenn die Behörde den mal in die Finger kriegt, weil er eine deliktbezogene Vorgeschichte hat. Und sich dann zum Beispiel ein Tagebuch vorlegt oder Bescheinigung des Arztes. Und in der Bescheinigung steht drin, der Mann, der ist nicht so ganz compliant. Der nimmt das Zeug, wann er will. Es ist keine Bedarfsmedikation. Es ist morgens und abends 0,2 Gramm. Und er nimmt die auch mal mittags oder lässt die auch mal weg. Na, dann kommen da Zweifel an der Adhärenz und der Fähigkeit oder Bereitschaft zur Zuverlässigkeit. Und dann, ja, bei Vorliegen eines ursprünglich missbräuchlichen Cannabiskonsums oder Konsum anderer psychotroper Substanzen, wie bei meinem Herrn G. Zum Beispiel liegt da hier bei Vorliegen eines aktenkundigen oder von nicht missbräuchlichen Cannabiskonsums. Ich sag's mal so, in der Akte ist schon einiges zu sehen, ne? Und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich aber entscheiden. Nehmen wir mal an, wir haben schon vor 9 oder 10 Jahren eben erwähnt, ne? Ja. Eine Kokainfahrt oder eine Cannabis und so weiter. Oder Alkoholfahrt. Oder Alkoholfahrt. Ne? Das müsste ich dann praktisch nicht. Oder beziehungsweise in dem Gespräch installieren. Oder du lässt dir die Akte vorlegen und guckst mal rein, was steht da alles so drin. Damals. Oder? Ja, gut. Ja. Ja. Dann brauche ich unbedingt dessen Akte, bevor er. Also, was uns die Klienten für einen Scheiß erzählen, das kommt dann hinterher raus, wenn nach der MPU, ich lese das Gutachten durch, der hat doch zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis. Davon hat er mir gar nichts erzählt. Ich habe die Akte nicht gesehen. Oh, schlimm, schlimm. Ja. Hätte ich die Akte gesehen, hätte ich ihn damit konfrontieren können. Inhal? Ich muss an einen Klienten denken, der ist schon mehrmals mit Cannabis erwischt worden. Der nahm das auch um 15 Jahre oder so. Und es war aber wohl von Anfang an von ihm als Selbstmedikation. Also er hat irgendwie so eine chronische Magen-Darm-Entzündung und angeblich hat nichts anderes funktioniert. Und ich weiß, hat er wohl dann irgendwann erfahren, ne, mit einer Kiste sozusagen. Und damals gab es ja das noch nicht sozusagen, medizinische Cannabis. Hat der dann eine Chance jetzt, damit das zu bestehen? Nein. Das sehe ich auch nicht. Das ist aus einem ganz einfach naheliegenden Grund. Der Grund ist so einfach. Medizinalcannabis gehört nicht zum Indikationsbereich für Darmerkrankungen. Okay, aber es ist gegen Schmerzen bei ihm. Er sagt, es hilft ihm. Dann haben wir andere Probleme. Es gibt ja Magen-Darm-Medikamente. Ich habe auch Magenschmerzen, wenn ich lange nicht auf der Toilette war. Ja, müsste ich mich auch mal befragen, aber ja. Okay. Also gegen Magenschmerzen ist das nicht, ja. Gehört nicht zum engeren Indikationsbereich. Alle Magen-Darm-Krankheiten gehören nicht dazu, weil die auch, wie Dicky sagte, auch gut anders in den Griff gekriegt werden. Die medikamentös behandelt werden können. Ja. Aber angenommen, es wäre jetzt in dem Indikationsbereich derselbe Fall. Er hat sich quasi schon vor 10 Jahren angefangen, selber zu therapieren. Wurde erwischt. Und jetzt hat er einen Arzt, der ihm das verschreibt. Und er wollte es quasi nie konsumieren aufgrund der Rauschwirkung. Wenn das Legeartig jetzt verschrieben bekommen hat und die Bescheinigung des Arztes erschöpfend ist, und auch zweckmäßig ist und du kannst es berücksichtigen, dann akzeptier es.
Und wenn der Arzt sagt, es wurden keine Alternativen gefunden und er kommt regelmäßig und er kommt einmal im Monat und ist unheimlich adherent und nimmt das Medizinalcannabis, wann es ihm verortet ist und hat eine Zeit lang ein Buch darüber geführt, dann ist doch alles in Ordnung. Und dann am besten noch nicht die Blüten, sondern diese anderen Substanzen. Ja, die anderen Substanzen haben den Vorteil, Kapseln, ölige Tropfen, Sprays, haben den Vorteil, das sind fertig als Arzneimittel, die sind also hochgradig standardisiert und haben auch den Vorteil, dass du dann mit einer Probe auf THC-Säure A herauskriegen kannst, ob der noch Straßencannabis zusätzlich nimmt. Also das geht nicht bei Blütensorten, sondern geht nur bei den Fertigarzneimitteln. Und wenn er die nimmt, dann kannst du mit THC-Säure A prüfen, liegt da ein Beigebrauch vor von Straßencannabis. Also wenn er jetzt noch Beikonsum hat, wird dann THC-Säure A festgestellt? Weil zusätzlich dazu. Wenn er einen Beigebrauch hat, dann wird THC-Säure A festgestellt. Okay, und bei den anderen Produkten wäre das dann nicht vorhanden? Und bei Blüten ist das nicht der Fall. Weil das dann sowieso... Weil bei Blüten ist immer mit THC-Säure A zu rechnen. Also quasi immer, wenn THC-Säure A festgestellt wurde, dann hat er Blüten oder Straßencannabis. Genau. Gut, wo wir dann bei diesem Thema passen, dann, weil hier passt dann noch die Frage. Also ich habe auch einen Klienten vorgestellt, ne, mit Medizin und Cannabis. Dann hat er eine Haaranalyse gemacht und die Konzentration von THC-COH schien mir so ein bisschen zu hoch, war irgendwie über 200. Ne? So. Gibt es da Erkenntnisse darüber, wie hoch könnte der Carbonsäuregehalt sein, wenn man 100 Gramm im Monat vom Arzt verschreibt bekommt? Kann man da differenzieren, dass man sagt, okay, das ist die Therapiedosis und alles, was drüber ist, schwierig. So. Schwierig. In der ZVS, wie gesagt, links in meinem Büro, ist herausgefunden worden, dass der höchste Wert an THC-COH bei den 35 Klienten waren 130. 130. So, dass 200 ganz schön viel ist. Ja. Es ist, würde ich auch sagen, es ist verdammt viel. Ja, ich habe ja nur eine Zahl genannt. Mir schien das so ein bisschen komisch. Ne? Da wäre ich auch aufgewacht. Das auch runter gelegen hat. Ja. Ich habe da die Ärztin gefragt von den Biomax und sie meinte, nö, das ist normal. Ne? Ich glaube, es müsste so um die 100 oder knapp 100 sein, wo ich dann gedacht habe, aha, solche Klientenstufen hier normalerweise entweder D2, D3, D2, da denken wir nach, welche Hypothese anzuwenden ist. Genau. Und okay, aber achso, da kann man sich an dieser Zahl orientieren. Ne? Ja, also Studien. 100 sollte man sich, sollte man das gut prüfen, ne? Ob sage ich mal, noch zusätzlich Straßencannabis konsumiert wird. Ne? Weil theoretisch ist das ja auch möglich, ne, dass die Klienten dann, sag ich mal, medizinisches Cannabis verschreiben lassen, aber zusätzlich nehmen sie dann auch illegal Beigebrauch. Cannabis. Ja, klar. Studien haben herausgefunden, dass die Medizinal-Cannabis-Konsumenten in der Regel höhere Werte sowohl von THC als auch von THC-Carbonsäure haben. Höhere Werte als die sogenannten Freizeitkonsumenten. Oh. Gut, höhere Werte, ja. Die haben höhere Werte, aber es gibt keine Grenze. Aber nicht über 130 so. Ne? Oder 150 ist das immer so individuell verschieden. Ich kenne nur die Grenze 130 aus Studien. Okay. Alles andere weiß man nicht genau. Oh. Aber 200 kommt mir doch schon sehr viel vor. Bei 200 würde ich dann auch, würde ich dann das gut prüfen, ob da vielleicht möglicherweise auch ein Beikonsum vorliegt. Ja.
Genau. Und wie prüfen wir das? Das kriegen wir dann später. Bei allen anderen Anlässen ist ein ärztliches Gutachten angesagt. Zum Beispiel, ob die zugrunde liegende Erkrankung, die Grunderkrankung, wie man immer so sagt, ob die verkehrsrelevant ist und gegebenenfalls erfolgreich behandelt wird. Aber wie soll der Arzt denn auf den kommen, wenn der gar keine deliktbezogene Vorgeschichte hat? Wie soll er auf den kommen? Der müsste schon zur Behörde gehen und sagen, hallo, ich bin Medizinal-Cannabis-Konsument. Wollen Sie mich mal überprüfen? Ist ja Quatsch. So, der nächste bitte. Also, Information durch den behandelnden Arzt. In der Bescheinigung muss drinstehen, die Grunderkrankung unter Einschluss aller bisheriger Behandlungsansätze. Und die Gründe für die Wahl von Cannabinoiden. Auch die Frage, wer ist überhaupt auf Medizinalcannabis gekommen? Das steht da jetzt nicht drin. Aber ich würde die Frage immer stellen. Wer hat denn das überhaupt rausgefunden? Das war das Ihre oder Einsicht Arzt. Oder Arzt oder so? Nee, ich habe viel im Internet gelesen. Oh oh. Dann Angaben zur Verschreibung. Art des Medikaments. Das wäre mir als Berater wichtig zu wissen, nimmt er ein Fertigarzneimittel, nimmt er ein Extrakt, nimmt er ein Öl, nimmt er Blüten, nimmt er Vollsynthet. Irgendwas muss er doch nehmen. Und das muss der Bescheinigung hervorgehen. Dann Sorte der Blüten, dann die Häufigkeit. Wie oft muss er etwas nehmen? Dann die Menge. Wie viel nimmt er pro Tag? Und daran muss er sich halten. Dann die Dosierungsanweisung. Ja, Spray, ölig, Vaporisateur, Inhalator. Irgendwie muss er es ja nehmen. Öl bei Mahlzeiten auf die Schleimhäute tropfen. Also dann die Angaben zum bisherigen Verlauf der Behandlung, zum geplanten weiteren Verlauf der Behandlung, einschließlich der Angaben über Adhärenz und Häufigkeit der Arztbesuche. Das haben wir aber schon gehabt. Aufklärung des Patienten über Risiken bei der Teilnahme im Straßenverkehr hatten wir auch schon. Angaben zu relevanter Komorbidität und Co-Medikation, das wäre auch wichtig. Und wenn er ein Opioid kriegt, ist das sehr bedenklich. Die Kombination. Dann, das steht hier nicht, aber keine Alternativen zu dem bisher behandelnden, zu den bisher verabreichten Mitteln. Und dann die Stabilität der Einstellung. Habe ich noch nicht aufgenommen, weil wir jetzt noch nicht so weit sind. Aber wie gesagt, meine Empfehlung ist, ein halbes Jahr stabile Einstellung bei der Symptombekämpfung und der Erfolg. Ein weiter bitte. Ja, anamnestisch abzuklärende Punkte wären die Grunderkrankung, der bisherige Krankheitsverlauf. Die bisherige Therapie, das meist vom Arzt jetzt. Bisherige Therapiemaßnahmen. Achso. Perfekt. Nee, wo sind wir? Noch ein bisschen zurück. Ja. So, die Grunderkrankung, dass die bisherigen Therapiemaßnahmen aufgeführt sind und die Entscheidung für die Cannabis-Medikation. Wer hat sich entschieden? Von wem ging die Entscheidung aus? Dann die Erfahrung mit der Medikamentenwirkung und vor allen Dingen den unerwünschten Nebenwirkungen. Dann die Dosierung, die Anwendung, also Oral, Inhalation und in der Regel Nichtrauchen und zeitlicher Verlauf der Einnahme. Dauermedikation oder Bedarfsmedikation. Was hat mehr Risiken, Dauermedikation oder Bedarfsmedikation?
Bedarf. Ganz klar. Bedarf, bei Bedarf würde ich erstmal, Moment mal, wann nehmen Sie das? Ja, bei Bedarf. Immer wenn ich die Schmerzen bekomme, ich habe neuralgische Schmerzen und immer wenn die kommen, dann nehme ich was. Oh, da muss der Arzt was zu schreiben. Denn auch bei Bedarfsmedikation kann man compliant sein. Dann ja, Intensität der ärztlichen Betreuung haben wir schon gehabt. Ja, den Rest haben wir schon gehabt, doch. Das geht ja schnell. Ein weiter, bitte. Haben wir auch schon gehabt. Ein weiter, bitte. So, und jetzt die nächste Folie heißt Laboruntersuchung nach CTU-Kriterien. Da würde ich sagen, der ganze Mist, der hier steht, vergessen Sie den. Machen Sie immer ein polytoxisches Drogenscreening über Haare, wenn es geht. Immer ein polytoxisches Drogenscreening. Und dann, wenn Sie Zweifel haben, ob er, wie viel er genommen hat, ob er adherent ist, ob er compliant ist, dann eine Überprüfung der aktuellen Einnahme von Cannabis am Untersuchungstag. Wie viel hat er drin? Durch Blut, eine Blutuntersuchung. Polytoxikologisch heißt das große Drogen. Alles drin. Alles drin. Um Medikamente und so. Ja. Und zwar, jetzt kommt's, über ein Jahr hinweg. Vor dem März 2017 hatten die Leute in der NPU keine Chance. Jetzt werden denen Chancen eingeräumt. Also muss ich mit den Anforderungen, mit den Erwartungen hochgehen. Und von meinen 30 Fällen, die ich hatte, sind vielleicht 5 oder 6 ohne Nachuntersuchung davongekommen. Alle anderen haben eine Nachuntersuchung gekriegt. Alle. Und ich habe jedes Mal reingeschrieben, bitte Alkohol bei Fahrten ausschließen. Da kommen wir aber noch zu. Nachuntersuchung war dann nochmal eine neue MPU. Neue MPU und jetzt kommt's. Mit Drogenscreening, mit polytoxischem Drogenscreening über ein weiteres Jahr hinweg. Muss ich mal so sagen. Haben wir ganz hohe Ochse aufgebaut, weil die, ja, die Widerstände liegen ganz, ganz weit oben. Dann Haaranalyse auf THC, Säure A, haben wir schon gesagt. Und dann natürlich die Haaranalyse auf ETG oder wie heißt das neue Zeug? PETH? PETH. PETH. Also Urin würdest du nicht empfehlen zu nehmen. Wenn Urin, dann mehrere. Ja, ich sag mal, Urin über 3 bis 4 Monate, 2 bis 3 Mal. Das ist eine Empfehlung. Die lehnt sich an die A-Kriterien, wenn Programme verlängert werden zum Beispiel. So. Jetzt die Inhalte des psychologischen Untersuchungsgesprächs. Da lese ich mal von Daniel, Grüße an Daniel, lese ich mal ein paar Dinge vor. Warum nehmen Sie keine Opiate? Wie kam es wieder zu Kontakt mit nicht-medizinischem Cannabis, falls er Kontakt hatte? Aktuelle Dosis. Was haben Sie vorher probiert gegen die Schmerzen? Was hat gewirkt und wo haben Sie sich Hilfe gesucht? Haben Sie die Dosierung in Zusammenarbeit mit dem Arzt angepasst? Woran machen Sie fest, wie viel Sie konsumieren? Woran merken Sie, welche Wirkung positiv ist? Tolle Fragen. Gibt es Nebenwirkungen? Beeinflusst die Cannabis-Therapie Sie auf Stimmung und Antrieb? Ganz wichtig. Wie ist Ihr Umgang mit Alkohol momentan oder allgemein, seitdem Sie Cannabis als Medikament einsetzen? Wann merken Sie eine Wirkung durch das Medizinalcannabis? Wann lässt sie nach? In welchen Situationen fühlen Sie sich so beeinträchtigt, dass Sie nicht mehr ins Auto steigen können?
Was ist die Bedeutung der Krankheit in sozialen Beziehungen und der persönlichen Entwicklung? Also Auswirkungen der Grunderkrankung auf die sozialen Beziehungen, die er hat, auf die Bezugspersonen. Ganz wichtige Sache. Welche Vorsichtsmaßnahmen haben Sie bei der Entscheidung zur Verkehrsteilnahme? Ja, dann setze ich mich hin, gehe in mich und überlege, kannst du jetzt noch fahren? Bist du zu müde? Bist du schlecht drauf? Und dann lasse ich das Auto stehen. Tja, kann man glauben oder nicht? Ja, aber nicht. Ja, aber man ist auch teilweise nicht da, sondern auch sehr stark von den Aussagen des Kunden abhängig. Ja, das ist ja die Krux der Begutachtung. Und dann ist es dann in dubio pro reo oder in dubio contra reo? Der Gutachter geht so vor, er versucht, ein Gesamtbild vom Klienten zu bekommen. Und wenn das Gesamtbild widerspruchsfrei und stimmig ist, dann werden einzelne Aussagen, die mal so ausfallen können, werden dann als widerspruchsfrei eingestuft. Ja. Ja, und so weiter. Ich lege das Ding auch mal der Teilnahmebescheinigung, dann, die natürlich jeder kriegt, dann lege ich das mal bei. Darf ich dir schon mal geben? Oh. Dass du das auch 20 Mal kopieren oder 22 Mal? Ja, okay. Nee. Also die Inhalte des psychologischen Untersuchungsgesprächs sind folgende. Zur Medikation. Der Weg zur medizinischen Indikation, also Begründung der Einnahme. Frühe Behandlungsansätze. Wirkungserfahrung in der Anfangsphase, wie wir es vorhin gesagt haben. Unerwünschte Nebenwirkungen. Kontrolle der Dosierung. Wichtig, Auswirkungen auf Stimmung und Antrieb. Umgang mit Alkohol und Erfahrung mit Kreuzreaktionen. Wie ich eben vorgelesen habe, diese Fragen. Dann, wann setzt die Wirkung ein? Wann lässt sie nach? Woher merkt er das? Woran merkt er das? Oder die Frage, was würde denn passieren, wenn Sie auf Medizinalcannabis verzichten würden? Auch eine wichtige Frage. Und wie wir eben sagten, die Bedeutung der Krankheit in sozialen Beziehungen. Dann zur Verkehrsteilnahme und Nebenwirkungen. Vorsichtsmaßnahmen bei der Entscheidung zur Verkehrsteilnahme. Liegen Beeinträchtigungen in bestimmten Situationen vor oder in welchen Situationen liegen bei Ihnen Beeinträchtigungen vor? Und wenn er sagt, na in gar keinen, dann ist das nicht so glaubhaft. Reaktion bei beeinträchtigter Wirkung. Ja, wie reagiere ich, wenn ich Beeinträchtigung merke? Was mache ich dann? Alternativen zum Kfz und natürlich Realisierung der Alternativen. Traue ich ihm zu, dass er die Alternativen auch realisiert? Und ja, es gibt Alternativen zum Kfz. Es gibt einen öffentlichen Personennahverkehr. Es gibt die Busse, aber die nehme ich nie. Oh. Ja, zum früheren Cannabiskonsum, falls zutreffend. Erfahrung mit Cannabiskonsum und Wirkung vor ärztlicher Verordnung. Also wieder die Frage nach der Wirkungserwartung. Wann hatten Sie früher, welche Erwartungen hatten Sie, welche Ziele hatten Sie beim Umgang mit nichtmedizinischem Cannabis? Dann sagt er, ja, wie heute, hat aber nicht so gut gewirkt, das Straßencannabis. Das war mir zu doof. Es war, die Schmerzen sollten weggehen. Oder er sagt, ja, eindeutig ein Berauschungsmotiv, dass ich breit war. Ich wollte mal richtig breit war, mich von allem distanzieren, nicht mehr daran denken, ich wollte nur breit sein. Wären das nicht auch einige Fragen, die zum Beispiel für Substitution bei Opiaten sind? Ja. Ja. Ganz eindeutig. Ich habe mal in einer Fortbildungsveranstaltung gesagt, das sind alles Fragen, die Sie auch bei Substitution fragen können. Bei Subutex-Patienten können Sie die auch alle fragen. Beim Methadon-Programm? Ja, klar. Uneingeschränkt, ja.
Ja. Und so weiter. Das hatten wir teilweise schon. Dann zur Leistungsüberprüfung. Da würde ich sagen, wenn die Leute zum TÜV Hessen gehen, dann machen die Leute alle den KUK, den ATIA-AVT, den DT oder den LVT. Wie das bei der MPU Max ist oder bei PIMA, weiß ich nicht. Beim TÜV Dort weiß ich nicht. Also beim TÜV Hessen weiß ich es genau. Die nehmen die 4 Tests. Also der KUK. Alle 4? Ja. Alle 4. Das heißt, wenn wir hier die Probe machen, dann alle 4 Tests. Ja. Das ist die klassische Leistungsbatterie und die geprüften Leistungsparameter, die schaffen die Voraussetzung für eine Grundteilnahme am Straßenverkehr. Wenn ein Test bei 15 liegt und er möchte die Klasse B beantragen, dann haben wir die Möglichkeit, Fahrverhaltensbeobachtung zu machen. Fahrverhaltensbeobachtung, haben wir dann Fahrlehrer? Das ist die Frage. Ach, wir als BFK. Wir haben es noch nie gemacht. Haben wir, aber haben wir noch nicht gemacht. Müsste man, ja. Dann müssten wir höchstens dem Klient sagen, wir haben jetzt zweimal einen Test gemacht und sie hatten 3 Werte, die um die 15, 14, 13 lagen. Rechnen Sie mit einer Fahrprobe. Können wir auch machen. Und ich möchte mal auf den 1, 2, 3, 4, 5. Punkt hinweisen. Dosisabhängige Testdurchführung unter einem bestimmten THC-Spiegel ist in der Regel nicht notwendig. Ja, und dass die eine Gutachterin das so gemacht hat, ist es nicht verkehrt, aber es ist in der Regel nicht notwendig, weil vielleicht hatte der Klient ja eine besonders prall mit THC gefüllte Blütenart bekommen. Dann wäre es natürlich notwendig. Oder er hat eine Bedarfsmedikation. Ja, man weiß nie, wie ist er jetzt drauf. Dann sagt man ja, nimm mal was und dann nach einer Stunde kommst du wieder her. Und so, wie du gesagt hast. So, den nächsten bitte. Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt und das ist der letzte Punkt meines Vortrages. Das sind die Auflagen und Beschränkungen. Zusätzlicher Einfluss von Alkohol bei Verkehrsteilnahme ist auszuschließen. Selbstredend. Ja. Was macht denn die Behörde? Die trägt Kennzahlen in den Führerschein ein. Und die Kennzahlen, die sagen bei Neuerteilung, die Kennzahl 68 und sagt, kein Alkohol vorm Fahren. Und bei Inhabern die 0508, kein Alkohol vorm Fahren. Das ist nicht im Sinne einer allgemeinen Alkoholabstinenz, sondern, wie hat der Fritz letztes Mal gesagt, wie sage ich dann immer, Punktabstinenz. Oh. Weil die klassische Punktabstinenz, kein Alkohol vorm Fahren, keinen. Bei Inhabern 0508, 68 bei Neuerteilung. Ja, dann Umkreisbeschränkung, wenn regelmäßige Medikamenteneinlage nach Verordnung des Arztes bei längerer Abwesenheit vom Wohnort nicht sichergestellt wäre. Ja, habe ich nie gemacht, Umkreisbeschränkung. Nochmal auf die Frage vorher zurück. Ja. Ich sage es mal so, wäre es für mich nicht als Berater notwendig bzw. erforderlich, also praktisch immer eine Null-Promille-Grenze zu erwarten. Egal, ich meine, im Hinblick auf diese... Das ist die Null-Promille-Grenze. Ja, genau das meine ich. Ja, die Punktabstinenz. Ja. 0,0. Und da müsst ihr auf den Klienten einwirken, du fährst ohne Alkohol. Immer. Auch wenn du mal ein Bierchen trinkst. Aber du fährst immer ohne Alkohol. Auch ohne Restalkohol. Ganz wichtiger Punkt sind die Nachbegutachtungen. Da bin ich schon drauf eingegangen. Sagen Sie dem Klienten, dem Beratungsklienten, mach dich auf eine Nachuntersuchung und weitere Drogennachweise, richte dich darauf ein. Die Gutachter werden es wahrscheinlich bei dir machen. Außer der Klient war schon dreimal bei der Begutachtung. Irgendwann ist man Schluss. Ich glaube, mehr als 2 Nachbegutachtungen habe ich nie gemacht.
diese Nachbegutachtungen sind nur als weitere Sicherheit für die Teilnahme im Straßenverkehr oder? Ja, es soll herausgefunden werden, ob die Dauerleistungsbeeinträchtigungen noch bestehen oder wiederum bestehen oder plötzlich auftreten oder so etwas. Und ob die Compliance-Adherenz noch da ist, aber noch weiter zum Arzt gehen, ob er tatsächlich Beigebrauch ausgeschlossen hat und so weiter. Ja? Wir hatten letztens einen Klienten, der hat eine Nachbegutachtung gehabt. Iob, du erinnerst dich noch dran. Ja. Vielleicht auch für die Kollegen ganz spannend, da mal reinzugucken. Ist in der Dropbox auch sein Leitfaden dazu. Bei ihm ging es um die Behandlung adulter ADHS. Mhm. Okay. Der hat bei der ersten Begutachtung eine Nachuntersuchung bekommen. Ne? Dann war ein Jahr später bei uns, hat er sich aufgeregt, warum er nochmal muss. Aber jetzt hat er die Untersuchung gehabt und die Gutachterin hat ihn positiv gemacht, ohne eine weitere Untersuchung. Also in der Empfehlung steht nichts drin. Ne? Okay. Ja, und wie gesagt, der Beleg der Freiheit von Beigebrauch von anderen Medikamenten, Suchtstoffen, also weiter das Drogennachweisprogramm muss dann bis zur Nachbegutachtung weiterlaufen. Das wird natürlich finanziell sehr anstrengend für den Klienten. Aber schauen wir mal. So, jetzt gucken wir mal nach den Fragen. Ist das alles beantwortet? Bei welchen Krankheiten? Die Indikation? Ja, das ist die Frage. Ne? Okay. Haben wir aber, glaube ich, beantwortet. Ja. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, also ich kenne das. Also die meisten Klienten, die ich habe, gehabt habe bisher, da ging es um eine Schmerztherapie. Ja, ne? Ja. Das ist auch der häufigste Indikationsbereich. Neuralgeschmerzen, chronische Schmerzen. Jetzt habe ich einen, und da habe ich auch schon mit der Frau Blum auch telefoniert, weil es kam mir so ein bisschen komisch vor, der Fall. Er nimmt Cannabis ein, um seine Aggressivität zu stabilisieren. Also sagt, bin ich ruhiger. Ne? Ich bin nicht so aggressiv, wenn ich das einnehme. Und was hat er noch? Irgendwie auch schlafen. Ne? Er kann besser schlafen damit. Mhm. Und was noch? Da war noch was. Schlafen. Warum nimmt er denn THC? Warum nimmt er nicht CBD? CBD macht auch ruhig, sediert, löst Spannungen. Warum nimmt er nicht CBD? Naja. Ja, okay. Dann die Frage nach den Beeinträchtigungen haben wir, glaube ich, auch beantwortet. Entschuldigung, er hatte Panik, also panische Störung. Ne? Also, das heißt Panik. Panikattacken, die treten nicht auf, meint er, wenn er Cannabis nimmt. Mag ja sein, aber ist nicht ein primäres Indikationsgebiet. Habe ich so noch nicht gelesen. Ich auch nicht, deswegen habe ich den Fall angenommen. Es ist aber möglich. Ne? Möglich ist alles. Die Frage nach Beeinträchtigungen haben wir, glaube ich, auch beantwortet. Dosis, Grenzmengen, ja, individuell. Ich würde mal sagen, also für BFK-Berater, wenn ihr jemanden habt, der maximal 2 Gramm am Tag nimmt, ist alles okay. Alles, was drüber ist, sollte dann mit der Leitung besprochen werden oder mit der Pharmakollegen. Ne? Also bitte merkt euch, 2 Gramm am Tag. Ne? Das ist die maximale Dosis, die noch vertretbar ist. Ja. Ne? Und bei 3,3 hört der Spaß auf. Das ist mal so. Dann die Stoffe haben wir auch alle benannt. Die 4 Gruppen. Einnahmearten auch. Voraussetzung, wer kommt auf das Cannabis? Haben wir, glaube ich, auch. Alternativen, ja, haben wir schon zigmal durchgesprochen. Abstinenznachweis, auch Alkohol. Da würde in den meisten Fällen reichen, wenn der Klient eine Haaranalyse auf ETG macht für ein Vierteljahr. Habe ich so akzeptiert. Vierteljahr. Ja, Vierteljahr ist maximal, was du über ETG rauskriegen kannst.
Gut. Und so wie unser Dern sagt, eine letzte Frage. Ich hab noch 1000 Fragen. Warte, nee, noch eine Frage. Noch etwas. Tiki. Dieser medizinische Cannabis in den neuen Beurteilungskriterien noch ein bisschen präziser dargestellt oder was haben wir zu erwarten? Ich bin nicht im Stab, ich kann da nur sagen, ich hoffe. Ich weiß nur, es gibt M3, M2, M1 und alles andere ist jetzt Spekulation von mir. Oh, oh. Die machen das auch nicht öffentlich. Oh, ja. Offiziell soll es dann am Ende des Jahres kommen. Publik gemacht werden. Steht hier drin, ja, okay. Man hört so. Ich weiß es nicht. Ja, aber immer noch komplett ein Neugebiet, ist mir immer so ein bisschen einiges. Ja. Es ist so viel unklar in dem Gebiet. Ja, genau das meine ich. Mhm. So, dann wünsche ich viel Freude und viel Vergnügen bei der Erweiterung der Einsicht. Ja, vielen Dank. Das ist ein Stück.